Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wagen, bei mir, bei eurer Crazy Owl, für die Monatslegung April 2023. Ein herzliches Hallo an alle alten Hasen, ein freudiges, schön, dass ihr mich gefunden habt, an alle Neuzugänge. Wir legen heute die Karten für den Monat April 2023. Dafür verwende ich das Krafttier-Orakel von Sean Ruland, das Tarot Grolux von Ciro Marchetti, Erat Aliquando von Yonanda Latura und das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Und natürlich gibt es auch eine Faul-Rune für euch, die euch für den Monat April begleitet. Es handelt sich, es handelt sich wie immer um eine allgemeine Legung fürs Kollektiv. Das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Schau die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach's auch nicht zu deiner. Dann schau vielleicht bei deinem Mond, Venus oder Aszendentzeichen rein, vielleicht ist da der stimmige Impuls für dich dabei. Ich spreche, sollte es um die Liebe gehen, immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Wenn das bei dir andersrum ist oder gleichgeschlechtlich, dann schau auch hier auf deine eigene Stimmigkeit, dreh die Rollen gegebenenfalls um und guck einfach, was für dich da bereithält. Sollte im Erat Aliquando oder im Lenormand die Dame fallen, so bist du als Zuschauer für mich immer die Dame. Unabhängig davon, ob du männlich oder weiblich bist. Genau, ansonsten sind die Legungen natürlich zeitlos und Zeit ist immer fließend. Das heißt, was sich hier jetzt dann für eine Energie auf dem Tisch präsentiert, die einen haben die Energie vielleicht gerade hinter sich, die anderen stecken mittendrin, auf die nächsten kommt das erst zu. So ist es halt mit allgemeinen Legungen. Genau. Wilma ist natürlich auch am Start. Infos, wie gesagt, zu den Decks und Runen, wie immer unten in der Infobox. Und jetzt geht's auch los in eure Legung, meine lieben Wagen. Wir schauen als erstes mal, welches Krafttier begleitet denn die Wagen im April 2023? So, welches Krafttier begleitet die Wagen im April 2023, da haben wir es schon. Oh, das Einhorn, das hatten wir schon mal. Wahrhaftigkeit, der goldene Segenstrom und die göttliche Gnade werden dir zuteil. Reinigung und Umwandlung stehen an. Wow, spannende Energie. Wenn es hier um Wahrhaftigkeit geht, heißt es auch immer, dass ihr euch und eurem Wesenskern näher kommt und dadurch eben eure Welt auch anders umgestalten könnt. Sehr schön. So, mal wieder die Karten auf die Kamera ausrichten. So, weiter geht's. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Wagen in den April 2023? Was war, was ist? In welcher Energie, da haben wir sie schon, starten denn die Wagen in den April 2022? Wow, das ist eine schwere Zeit, die ihr da gerade hinter euch habt oder aus der ihr gerade rauskommt. Wir haben die 10 Schwerter und die 10 Stäbe. Die 10 Schwerter steht für den alles durchdringenden Schmerz. Mehr wie 10 Schwerter geht ja nicht. Ne? Man sieht auch, dieser Mann ist hier gefesselt. Also man ist wirklich vom Schmerz gefesselt. Und die 10 der Stäbe ist immer dieses, man hat sich zu viel aufgebürdet. Zu viel, man trägt zu viele Lasten. Man hat vielleicht auch, denn die 10 der Stäbe ruft immer dazu auf, Verantwortlichkeiten zu klären. Ja, vielleicht tragt ihr hier Verantwortung für jemand anderen oder für etwas, was gar nicht in eurer Verantwortung eigentlich liegt. Und also mit dieser Energie, 10 Schwerter und 10 Stäbe, da ist man schon geschlaucht, ne? Also das ist einfach... Man ist manchmal vielleicht auch nicht so handlungsfähig und das finde ich sehr interessant, dass ich dieses Kartendeck auswähle, wo bei den 10 Schwertern die Hände gefesselt sind.
Ja, denn die 10 der Stäbe spricht auch immer von gebündelter Energie. Vielleicht ist es auch so, dass eure Energie nicht wirklich fließen kann, weil ihr von einem gewissen Schmerz durchdrungen seid, welcher auch immer das ist. Die 10 der Schwerter kann ja nicht nur dieser Schmerz sein, den man jetzt zum Beispiel durch eine Trennung erfährt, sondern das kann manchmal wirklich auch, die Schwerter stehen für Luft, für Kommunikation, aber auch für die Gedanken. Und vielleicht seid ihr hier auch mit belastenden Gedanken konfrontiert, die eure Energie eben bündeln. Selbstzweifel, blockierende Glaubenssätze, irgendwelche blockierenden Muster, die aus Erfahrungen der Vergangenheit, die euch geschmerzt haben, entstanden sind und jetzt dazu führen, dass ihr Verantwortung für andere übernehmt, die gar nicht eure ist, wie so eine Art Wiedergutmachung kommt mir hier durch. Und das bündelt aber im Grunde eure eigene Energie, liebe Wagen, weshalb ihr eben nicht in eurer Wahrhaftigkeit seid, weil diese Energien, die hier wirken, das ist für mich, wirken die einfach alt, begrenzend, gebündelt und schwer. So, ich hoffe, ich konnte das Bild vermitteln. Ja, kein so schöner Start für euch, liebe Wagen. Oder kein so angenehmer Start, sagen wir mal, wenn ihr in dieser Energie gerade mittendrin seid. Schauen wir mal, was war, was ist. Was sagt denn Erat Ali Kwando noch dazu? Was war, was ist? Um welche Belastungen oder Verletzungen geht es hier? So, ja, du bist verdächtig. Eine würde ich noch nehmen. Danke. So, wir haben als erstes die Gefährtin, die uralte Eibe, der Dachs, wow, und der Baum der Welten. Okay, da hätte ich jetzt gleich gern die Lenormand-Karten dazu. Da haben wir die Routen und das Haus. Okay. Also. Also ich sehe hier Schmerz und gebündelte Energie. Ihr tragt zu viel Lasten für andere. Und im Grunde ist die Energie gerade, dass ihr vielleicht, dass es hier eine Veränderung bei euch aktuell gibt, was eure Gefährten angibt. Ihr habt nämlich hier die Gefährten liegen. Das heißt, hier geht es immer um treue Wegbegleiter, um Menschen, die einfach loyal an der Seite sind, die auch wenn sie unterschiedlich sind, ein gemeinsames Lied singen, ob das jetzt eine Seelenmelodie ist, wie auch immer, denn ich habe hier mit der uralten Eibe eben das Portal angekündigt und ich glaube, ihr dürft hier wirklich mit dem Dachs ein Heilungsportal durchschreiten. Vielleicht ist in eurem Umfeld eine Freundschaft oder eine Seelenverbindung zu einem Menschen entstanden, wo ihr erstmal erfahren habt, was wahre Gefährtenschaft, was wahre Freundschaft bedeutet. Und steht hier gerade an diesem Übergang dieses Portals. Und natürlich kommt, wenn ihr einmal wahre Gefährten kennenlernt, kommt dann auch ganz viel Schmerz aus der Vergangenheit hoch. Ne? Ich habe hier so, was habt ihr vielleicht, habt ihr euch bisher für eure Freunde euer letztes Hemd gegeben. Ihr habt euch Arme und Beine ausgerissen, um denen, wenn auch immer, zu helfen. Und ihr seid aber irgendwie, zu euch kam hier niemand und hat euch vielleicht eine Last mal abgenommen. So kommt mir das ein bisschen vor. Und da seid ihr eben auch mit dem Einhorn hier in einem Reinigungs- und Umwandlungsprozess und das bedarf der Heilung, ja, diese Erkenntnis,
dass ihr vielleicht in manchen Freundschaften oder vermeintlich nahestehenden Menschen aufs falsche Pferd gesetzt habt, die braucht einfach Zeit. Ja? Und das braucht Heilung. Und da schwingt für mich auch Enttäuschung mit. Und das Enttäuschung ist aber auch immer das Ende einer Täuschung. Also vielleicht habt ihr ja auch eure wahrhaftige Freundschaftsqualität oder eure Wahrhaftigkeit, eure Loyalität, die ihr mit euren Gefährten oder euren Freunden oder ne, die Menschen, um die es hier geht, die ihr denen bisher entgegengebracht habt, vielleicht habt ihr euch selbst ja auch nicht diese Wertschätzung für euer So-Sein gegeben, sodass es halt, ne, wir Menschen lernen halt manchmal eben nur durch Schmerz, leider ist es so. Und dieser Schmerz ist aber geschicktes Heil, weil jetzt könnt ihr erfahren und heilsam ins Wachsen bringen. Wir sehen ja auch hier bei dem Dachs, schaut mal, da sind unten Früchte abgebildet. Also wenn ihr heilt, könnt ihr dann auch Früchte tragen, um dann eben wahre Gefährten in eurem Leben zu begrüßen. Denn hier ist auch der Baum der Welten gefallen und das ist auch immer so ein Hinweis am Baum der Welten, ne? Der verbindet die unterschiedlichen Welten. Hier treffen sich zwei gespiegelte Algis-Runen. Das heißt, hier kann man auch Verbindung zwischen Welten schaffen, die scheinbar nicht vereinbar sind. Und wenn man aber wahrhaftig lebt und von dem ausgeht, ne, auch wenn ihr hier Schmerz zu verarbeiten habt, dass jeder Mensch zu jeder Zeit aus seiner besten Option heraus handelt, dann relativiert sich oftmals dieser Schmerz dahingehend, dass man eben nicht mehr sagt, oh ja, die waren alle so böse zu mir und warum passiert das immer mir und immer mir wird das angetan. Da steckt ja ganz viel Opferhaltung drin. Sondern zu erkennen, okay, hier gab es ein Dienen, ja, ich habe dem einen Menschen vielleicht gedient, ihm zu zeigen, wie fühlt sich wahre Gefährtenschaft an. Und ich habe aber gelernt, eben nicht immer alles zu geben und nicht gut auf mich und meine Energie zu achten. Auch das kann hier eine Erkenntnis sein, die im Feld ist. Hier wird auf jeden Fall in eurem Fundament, ne? Das Haus steht immer auch für das eigene Zuhause, für das bei sich sein, für die Privatsphäre, für Vertrautes, ne? Trautes Heim. Und hier wird durchgefegt. Das ist die Energie, in der ihr, liebe Wagen, gerade steht. Ja, das war jetzt ein langes Was ist, aber hier gab es einfach auch viel zu sagen. Schauen wir mal, was kommt denn auf die Wagen zu? Im April. Jetzt bin ich schon im Oktober, weil ihr Wagen im Oktober meistens Geburtstag habt. Also was kommt auf die Wagen im April zu? Jetzt haben wir wieder die Zeitlinien entknotet. Oha, das Ass der Stäbe. Interessant. Also, das Ass der Stäbe. Ganz klassische Feuerenergie, die Stäbe stehen für das Feuer und ich finde auch interessant, dass hier der Drache hinten drauf abgebildet ist. Der taucht jetzt, glaube ich, schon in das Ass der Stäbe mit diesem Drachen. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Monatslegung die siebte Legung lege ich jetzt hier gerade. Also und in drei oder vier Legungen tauchte schon der Drache oder das Ass der Stäbe auf. Also das scheint hier gerade eine Zeitqualität zu sein. Und der Drache steht auch für Entfesselung und Befreiung. Und hier kommt mit dem Ass der Stäbe im April auf euch zu eine heiße Chance. Eine heiße Chance, eure Leidenschaft wieder zu entfachen, euer Lebensfeuer wieder zu entfachen, für etwas wieder zu brennen. Und ja, das Ass der Stäbe ist auch risikoreich. Ne? Das ist auch eine Chance, die bringt viel Leidenschaft und Kreativität mit sich, auch viel transformatorische Kraft. Aber man kann sich hier natürlich auch die Finger verbrennen. Also das ist schon, glaube ich, wo ihr Wagen vielleicht ein Stück weit geprüft werdet,
seid ihr bereit, dieses Risiko einzugehen. Ne? Vor allem, wenn ihr hier halt noch mit diesem Schmerz und diesen Belastungen zu kämpfen habt, dann prüft man natürlich gut, ob man denn hier so eine neue Chance ergreifen will. Aber mit dem Ast der Stäbe ist für mich, für euch wirklich diese Umwandlung, die ja auch das Einhorn hier besagt, definitiv im April etwas, was auf euch zukommt. Schauen wir mal, was Erat Aliquando noch zu ergänzen hat. Was kommt auf die Wagen zu? Da kommt das Wolkenkuckucksheim. Okay. Aha, der Wolf, die uralte Mooreiche. Da hätte ich jetzt gern noch eine Karte. Dankeschön. Und das Spinnrad. Wow, also das ist schicksalhaft. Mit Sicherheit. Mit dem Spinnrad, da geht es um die Schicksalsfäden der Nornen, die hier gewebt wurden am Urdbrunnen. Da kommt das Herz. Gut. Der Ring. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also, ihr werdet, ne, mit dem Ast der Stäbe, liebe Wagen, ihr werdet in eine neue Führerschaft kommen mit dem Wolf. Und dieser Wolf hat ganz klar Wolkenkuckucksheim im Blick. Und Wolkenkuckucksheim ist eine Karte, die beschäftigt sich auch mit dem Thema Illusionen. Ja, also was ich hier schon angesprochen habe, unterschiedliche Vorstellungen von wahrer Gefährtenschaft, von wahrer Verbundenheit, bedürfen hier Anfang des Monats noch der Heilung, weil ihr wirklich verletzt worden seid und zu viel Bürde für andere auf euch geladen habt. Vielleicht auch negative Gedankensätze, die euch hier noch, Glaubenssätze, die euch hier noch prägen und blockieren. Ich brauche einen Schluck. So, Stimmbänder geölt, weiter geht's. Also, ihr kommt aber hier mit dem Wolf durch diesen Schmerz in eine neue Führerschaft. Der Wolf steht auch immer für Führerschaft. Der Wolf findet seinen Pfad und seine Fährte auch im Nebel. Ja, und wir sehen den Wolf hier in so einer bisschen nebligen Energie und wir sehen auch Wolkenkuckucksheim, das in den Wolken liegt. Wolkenkuckucksheim ruft euch aber auch auf von der Illusion, also von dem, was eben nicht das ist, was ihr glaubtet, dass es zu sein scheint. Hilft euch Wolkenkuckucksheim, von der Illusion zur Vision zu kommen. Und ganz klar die Fährte aufzunehmen, wer sind für mich wahre Gefährten? Und hier taucht etwas, hier taucht wirklich eine schicksalhafte Erinnerung für euch auf. Mit der uralten Mooreiche taucht hier etwas oder jemand wieder aus der Versenkung auf. Das ist ein Mensch, an den ihr vielleicht, das heißt jetzt nicht, dass ihr immer an den gedacht habt, aber das war eine Begegnung in der Vergangenheit, die schicksalhaft war. Das war auch eine Begegnung, die euch immer wieder mal in den Sinn kam. So in nostalgischen Momenten tauchte diese Verbindung, weil wir haben hier den Ring, mit diesem Mensch hattet ihr eine Verbindung. Das mag ein Sandkastenfreund gewesen sein, ja? Den habt ihr vielleicht jetzt auch 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Aber da taucht jemand aus der Versenkung wieder auf, der schicksalhaft für euch ist. Der hat bei euch in eurer Erinnerung, in eurer Seele, in eurem Herzen tiefe Spuren hinterlassen. Der hat Einfluss auf euer Schicksal genommen, vielleicht auch auf das Thema, was heißt Gefährtenschaft für mich oder wahre Verbindung. Und dieser Mensch kommt im April wieder auf euch zu. Das mag auch vielleicht nur durch eine Erinnerung sein. Vielleicht findet ihr, wenn ihr in der Erinnerung kramt, irgendwie ein altes Andenken, das ihr in eurer Erinnerungskiste auf... Also
Oder ihr begegnet euch wirklich, weil eine Kontaktaufnahme stattfindet. Also hier ist wirklich etwas möglich, dass jemand, der euch in der Vergangenheit sehr viel bedeutet hat, wieder auftaucht, unerwartet. Und das hat hier schicksalhafte Impulse für euch. Und hier geht es darum, mit dieser Erinnerung, die hier zu tun hat, und diesem Aufdecken von Illusionen und dem Schaffen einer Vision, geht es hier wirklich darum, wahre, weise Herzensverbindungen zu schaffen. Der Fuchs steht für manchmal auch für Lügen und Intrigen, aber er steht auch für Listigkeit, für Schleue, für Pfiffigkeit, ja, und man sagt, da wo die Schwanzspitze hinzeigt, dort liegt die Weisheit. Und die Weisheit liegt beim Herz und beim Ring. Hier geht es um wahre Herzensverbindungen im April für euch, liebe Wagen. Finde ich echt eine richtig, richtig schöne Energie. Wow. Gut, schauen wir mal, was ist denn der Tipp des Universums für euch, liebe Wagen? Was ist der Tipp des... Okay, wir spicken einmal quer. Also, der Tipp des Universums. Und das ist ja mal krass. Okay, wir haben den Turm. Der Tipp des Universums. Wir haben den Turm und den umgedrehten Teufel. Das heißt... Ihr werdet wirklich, also ich glaube, das Einhorn ist goldrichtig bei euch, liebe Wagen, weil hier werden Abhängigkeiten, toxische Verbindungen, das wird weggesprengt mit dem Turm. Das ist der Tipp des Universums. Und hier kommen zwei große Arkanen. Also das ist kein Kinkerlitzchen. Ihr seid mit dem Einhorn aufgerufen zur Wahrhaftigkeit. Und der Tipp des Universums ist, sprengt die Grenzen. Jegliche Abhängigkeit, alles, was sich für euch nicht gesund anfühlt, was für euch nicht mehr stimmig ist, da sollt ihr aussteigen, denn der auf den Kopf gestellte Teufel, ne, also wenn er richtig rumliegen würde, wären diese Abhängigkeiten ja noch im Feld. Aber mit dem Turm, der hat sich auf den Kopf gedreht, werden diese Abhängigkeiten, sind die bereit, jetzt gesprengt zu werden? Und das ist dann natürlich auch wirklich eine Reinigung und eine tiefgreifende Umwandlung in eurem Leben, weil ihr in eure Wahrhaftigkeit geht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Energie, also als Tipp vom Universum. Das ist schon was, was auch Mut erfordert. Und ich glaube, da könnte diese schicksalhafte Begegnung aus der Vergangenheit wirklich... der Funke sein, der dann zu diesem Durchbruch führt mit dem Turm. Sehr, sehr spannend. Okay, schauen wir mal, was Erat Aliquando noch zu ergänzen hat. Was ist der Tipp des Universums für die Wagen? Okay. Zuerst, na, komm her. Da haben wir die Taube, wir haben den Rahmen, wir haben die gute Stube und hinter der Rosenhecke. Okay. So, jetzt brauche ich hier noch ein bisschen. Ich sehe schon wieder, ich muss ein bisschen schieben, dass ihr dann alle Karten so einigermaßen im Blick habt. Die letzte Karte passt nicht ganz drauf, aber ich zeige sie euch dann eh, wie es weitergeht. Also, wir haben die Taube, den Rahmen, die gute Stube und hinter der Rosenhecke. Schauen wir mal, was da das Lenormand noch ergänzen möchte. So, das müssen wir ein bisschen schieben, dass das passt. So, jetzt. Eine haben wir schon. Eine nehme ich noch. Danke sehr. Gut. Okay, der Turm und die Eulen. Okay, also, ihr sollt Abhängigkeiten sprengen. Und jetzt, okay, die Taube, der Rahmen und die gute Stube.
Also die Taube steht normal für Kommunikation, vielleicht auch für friedvolle Kommunikation. Der Rahmen ist ein Rahmen, den ihr vielleicht neu stecken dürft. Und die gute Stube. Die steht immer auch, also in den Kipperkarten wäre das das Wohnzimmer. Das ist im Endeffekt euer Privatbereich, eure Privatsphäre. Wen lasst ihr wirklich, wen ladet ihr in eure gute Stube ein? Und mit dieser Karte und dem Turm und diesem auf den Kopf gestellten Teufel kommt mir hier durch, dass der Tipp des Universums ist, schreibt euch euer Manifest. Hier geht es um ein Manifest der Wahrhaftigkeit, der wahren Gefährten. Also es ist wirklich ein Thema, das sich im April bei mehreren Zeichen zeigt. Also hier geht es wirklich darum, aufzuschreiben, was ist mein Rahmen? Ja, was ist mein Wert? Was bin ich bereit? Was heißt für mich vielleicht auch das Thema bedingungslose Freundschaft und Liebe? Und wen lasse ich hier wirklich in meine gute Stube rein? Und wenn ihr dieses geschrieben habt, also arbeitet das aus, schreibt da wirklich euch auf, was sind eure Werte? Was ist eure Ethik? Welche ethischen Werte möchtet ihr in eurem Leben leben? Und beobachtet mit hinter der Rosenhecke, beobachtet, was im Außen passiert. Die Rosen hinter der Rosenhecke heißt, man wird beobachtet oder man beobachtet. Und hier ist, glaube ich, wirklich dieses Schulen, wenn ihr anfangt, diese toxischen Verbindungen, die nicht nährenden Energien aus eurem Leben wegzusprengen, schreibt euer Manifest und beobachtet, was passiert. Natürlich macht das Ganze auch ein bisschen flatterig und nervös, aber hier geht es wirklich mit den Eulen oder Vögeln hier, geht es auch um Gespräche, hier geht es auch um Klatsch und Tratsch, aber als Tipp des Universums geht es hier wirklich um vertrauensvolle Gespräche, die ihr vielleicht auch Selbstgespräche in der Abgeschiedenheit mit dem Turm, so Selbstgespräche, ja, so eine Innenschau, eine Innenreise, die hier stattfindet, wo ihr mit euch sozusagen in medias res geht. Vielleicht auch mit einzelnen Vertrauten, denn ich habe ja hier schon das gesagt, vielleicht ist hier in eurem Umfeld ein Vertrauter, ein Gefährte aufgetaucht, der diesen ganzen Prozess so ein bisschen angestoßen hat, weil ihr damit erstmal mit dem Thema wahrhaftige Freundschaft konfrontiert wart. Und ja, hier kommt vielleicht auch eine alte Weisheit hoch, denn die Eulen stehen auch für Weisheit und der Turm steht für etwas Altes. Also lauscht vielleicht auch einer längst verloren geglaubten Weisheit, die hier wieder als Tipp des Universums für euch auftaucht. Wie geht's weiter? Okay, wir haben das Ass der Schwerter. Also ihr werdet definitiv, das Einhorn ruft euch zur Wahrhaftigkeit auf. Das Ass der Schwerter steht für Wahrheit und Klarheit. Es gibt hier, mit dem Ass der Schwerter geht es so weiter, dass ihr die Chance bekommt, eure Wahrheit auszusprechen, dass es die Chance auf eine Aussprache besteht. Und zwar in einer Situation oder in einem Zusammenhang mit einer Situation, wo ihr lange auf positive Veränderungen gehofft habt, aber diese Eier waren noch nie bereit zu schlüpfen. Also das ist sowas, man hat über etwas gebrütet und das hat auch an euch genagt. Und in dieser Situation, diese Situation, wo ihr, liebe Wagen, in so einer Warteposition wart oder immer drüber gebrütet habt und dass das aber euch doch auch nervlich beschäftigt hat, kommt die Chance für eine Aussprache, für Klarheit und Wahrheit. Tiefe Energien, wie gehen tief die Energien, liebe Wagen? Schauen wir mal, welche Runenkraft begleitet denn die Wagen im April 2023? Welche Runenkraft begleitet die Wagen
im April. Da habe ich sie. Ja, die Urus. Die Urus ist der Auerochse, die Urus ist der Ur, die Urus steht für Erdung, für Kraft, für Verwurzeltsein. Ihr verwurzelt euch vielleicht auch mit diesem Prozess, der hier auf dem Tisch liegt, in eurer neuen Wahrhaftigkeit. Und dadurch ist große, tiefgreifende Umwandlung möglich. Die Urus ist auch eine Art Portal, das man durchschreiten kann. Wir haben hier das Portal. Wir haben hier das Sprengen alter Abhängigkeiten und ungesunder Verbindungen. Also da ist ganz schön was am Start bei euch. Und mit der Urus werdet ihr aber die Kraft haben und auch die Erdung. Ihr werdet, eure Wurzeln werden euch sicher tragen, dass ihr dieses Portal durchschreiten könnt. Ja, und wenn ich die Urus drehe, ist es wie so ein Brunnen, wo man aus der Tiefe des Brunnens seine Weisheit schöpfen kann. Und das ist, glaube ich, eure Aufgabe im April, meine lieben Wagen. Wow, krasse Energien. Wow, cool. Ich bin gespannt und freue mich über eure Feedbacks, über eure Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos liked, meinen Kanal abonniert. Und liebe Wagen, ich wünsche euch einen wahrhaftig heilsamen, erblühenden, transformatorischen April. Fühlt euch umärmelt, habt eine gute Zeit und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, eure Crazy Owl.